Hallo, heute mache ich ein Tutorial zu dem Jinx Pyraminx. Falls ihr euch den auch kaufen wollt, den Würfel, unten in der Beschreibung, dort findet ihr einen Link, wo man den Würfel beispielsweise kaufen kann. Ich habe den hier in fluoreszierenden Farben, also Neonfarben, die besser aussehen, als ihr jetzt hier in der Kamera seht. Ich brauche keine Notation, keine Algorithmen. Also Algorithmen schon, aber die sind so einfach, die kann man sich merken, da brauche ich eigentlich nichts angeben. Als allererstes sollten wir den Würfel einmal mischen. Nun lösen wir den Würfel. Zuerst einmal beginnen wir, dass wir drei Steine mit derselben Farbe nach oben hin richtig haben müssen. Beispielsweise dieser Orange und dieser Orange sind hier mit derselben Farbe. Und dann bräuchte ich hier hinten Orangen. Aber was ich auch sehe, ist, die beiden sind falsch. Dann gucke ich mal weiter. Hier habe ich zwei gelbe schon mal nach oben gedreht. Aber hier ist ein grüner, hier ist ein blauer. Was ich machen kann, ich drehe mir den hier an die Stelle so rüber. Denn hier ist gelb-orange. Gelb-orange muss man sich so gedreht vorstellen. Dann wäre gelb und orange hier. Dann würde er hier rüber passen. Und ich sehe auch, hier ist der letzte. Gelb wäre oben, blau wäre hier. Gelb-blau passt. Der würde natürlich hier so einmal wieder rumgeflippt sein. Und der grüne würde hier hinpassen mit dem gelben. Das heißt, wir haben hier schon mal drei Steine, die die Farbe gelb haben, die wir jetzt noch drehen müssen, die beiden hier. Die müssen nach oben. Was wir machen, ist ein simpler Algorithmus, den wir so lange wiederholen, ich glaube maximal zweimal, bis er nach oben gedreht ist, das beides gelb. Wir drehen den nach unten. Bewegen ihn dort nach oben. Runter, hoch, wie so ein V. Jetzt wollen wir ihn hier zurückbewegen. Aber den drehen wir erst einmal zurück. Nach hinten weg. Und drehen den zurück. Also, V, den nach hinten und dann rüber. Das könnt ihr jetzt als Algorithmus aufschreiben, aber das ist wesentlich mehr Arbeit, anstatt das jetzt hier so zu erklären. Also noch einmal. Den runter, wie ein V hoch, den nach hinten weg und den zurück. Wie wir jetzt sehen, haben wir hier drei gelbe. Ich zeige es nochmal. Runter, einmal das V ausführen, den nach hinten bewegen und den zurück. Einmal das V, die Tasche hier öffnen und den einsetzen. Das V, den Slot hier, wie auch immer, Tasche öffnen und zurück einsetzen. Somit haben wir jetzt alle drei gelben nach oben. Was man nun macht, ist, wir füllen die Kantensteine. Die Mitte ist gerade noch egal. Erstmal die Kantensteine. Wir gucken auf der unteren Ebene hier, ob wir gelbe Steine haben. Ich habe hier einen gelb-blauen. Der muss hier rein. Erst einmal müssen wir gucken, ob wir ihn von der rechten Seite nach oben reinholen oder von der linken Seite. Das kann man einfach prüfen, indem man ihn einmal von der rechten, warte, einmal von der linken Seite hochdreht. Jetzt guckt man nur auf die rechte Seite. Wir haben links hochgedreht und gucken auf der rechte. Das passt nicht. Jetzt setzen wir ihn auf die rechte Seite und drehen von rechts hoch. Jetzt gucken wir hier. Das ist richtig. Das bedeutet, wir müssen ihn von rechts nach oben einsetzen. Was wir machen ist, wir bringen ihn aus dieser rechten Position raus, zur Seite nach links, holen uns, da wollen wir den Stein hin haben, das nach unten. Jetzt ist es hier und können den dort einsetzen. Denn wenn wir ihn hier einsetzen, wollen wir die Ecke wieder richtig rumdrehen, einmal nach gelb oben hin und würden dadurch diesen Stein hochholen. Irgendjemand hat das, glaube ich, als Lift deklariert, dass man sagt hier, man prüft erst einmal, ob wir ihn hier einsetzen. Das hier passt nicht. Den einmal jetzt so. Hier passt es. Irgendwer hatte spaßigerweise gesagt, den Lift. Man stellt sich an, man holt den Lift, steigt ein.
und der Lift bewegt sich nach oben. Also ich fand das schon relativ lustig, wie man das so sagt. Den Stein hier. Erst einmal testen wir von der linken Seite und sehen, hier passt er. Das heißt, wir würden ihn diesmal von links einsetzen. Diesmal müssen wir ihn nach rechts zur Seite bewegen. Jetzt ist er hier in Sicherheit. Ich hole mir diesen Block hier runter, denn da möchte ich ihn hinhaben. Der ist jetzt hier. Ich setze den Stein ein. Und wenn ich es jetzt hochdrehe, ist er in der Position, wo er sein soll. Nun haben wir hier diese Steine schon mal richtig. Der in der Mitte interessiert uns erstmal noch nicht. Wir drehen den Würfel um und müssen gucken, ob hier was richtig ist. Erst einmal drehe ich kurz hier nochmal einen besonderen Fall hin. So, jetzt habe ich einen besseren Fall. Wir gucken erst einmal, ob hier irgendeine dieser Kantensteine zu der Ecke passt. Denn wir haben ja hier unsere Steine gelöst. Die Mitte ist noch egal. Hier passt keiner der drei Steine. Ich würde dann jetzt einmal hier weiterdrehen und habe direkt hier schon einen passenden Stein. Grün und Orange passen. Der ist falsch, der ist falsch. Was wir erst einmal machen ist, wir orientieren hier oben diese Corner Piece, also diese Ecke hier, und müssen uns angucken, in welche Richtung wir drehen müssen. Wir gucken von oben drauf, haben hier Grün. Grün müsste hierhin wandern. Also mit dem Uhrzeigersinn, damit das richtig ist. Orange würde hier hingehen, dann wäre das mit dem gelöst. Mit dem Uhrzeigersinn wäre, indem wir hoch, diesen hier den rechten hochdrehen, oben drehen und den zurückdrehen. Oben drehen, hochdrehen, oben drehen, runterdrehen. Wie wir sehen, ist das jetzt richtig. Jetzt zeige ich direkt meinen anderen Fall und ich wiederhole den kurz nochmal. Nach oben, den oberen und runter. Den oberen, nach oben, den oberen, nach unten. Also ich finde, dafür braucht man keine Algorithmen, weil das doch schon relativ einfach ist. Der andere Fall ist, wir haben hier unsere richtige Kante. Grün ist hier und müsste gegen den Uhrzeigersinn nach oben. Was wir nun machen ist, wir drehen erstmal den wieder nach oben. Und vorhin haben wir mit dem Uhrzeigersinn, weil die Ecke mit dem Uhrzeigersinn gedreht werden musste, so gedreht. Was wir jetzt machen ist, wir drehen gegen den Uhrzeigersinn und drehen wieder runter. Gegen den Uhrzeigersinn, hoch, gegen den Uhrzeigersinn, runter. Was wir jetzt sehen ist, der ist richtig. Also, hoch, oben drehen, runter. Oben drehen, hoch, runter. Also mal abwechselnd hier. Und oben, zurück, oben. Hier, oben, zurück, oben. Wenn der Stein mit dem Uhrzeigersinn gedreht werden muss, dann drehen wir die obere Ebene mit dem Uhrzeigersinn. Und falls die Ecke gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden muss, gegen den Uhrzeigersinn. Weiter geht's, dass wir diese beiden Steine hier lösen. Wir halten eine schon mal hier vorne. Und nun machen wir den folgenden Ablauf. Wir drehen die auf die untere Ebene. Drehen die nach hinten weg, so. Und holen die von hier wieder nach oben. Jetzt ist die richtig rum. Jetzt drehen wir das obere weiter. Bringen die jetzt gespiegelt, also wir machen den ganzen Fall nochmal rückwärts. Wir bringen die nach unten. Holen die nach vorne. Und bringen die jetzt nach oben. Dann hätten wir die hier richtig und die hier richtig. Ich wiederhole das eben noch einmal. Ich wiederhole es gleich zweimal. Wir bringen die nach oben. Wir holen die hier. Die muss geflippt werden. Also wir bringen die nach unten. Bringen die nach hinten. Holen die von hier hinten nach oben. Jetzt ist sie wieder hier. Holen uns die nächste Kante. Und bringen die nach hinten weg. Also den gespiegelten Fall nach hinten weg. Nach vorne zurückholen und nach oben. Und dann noch einmal hier das obere richtig drehen, dann hätte man es. Also, die beiden sind falsch. Am besten, ihr macht das einfach jetzt genau mit mir nach oder guckt euch es an, das ist mega einfach eigentlich. Die beiden sind falsch. Ich bewege die auf die untere Ebene, drehe die nach hinten weg, hole sie mir nach oben. Ich hole mir die nächste Ecke, Kante,
bring die nach hinten unten, dreh die nach vorne und beweg sie dann nach oben. Nun hätte ich diese Kanten gelöst. Öfter kommt es vor, dass man nun auch die Mitten gelöst hat. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann haben wir erstmal halt mal am besten oben gelb oder irgendeine Farbe, ist egal. Ich nehme jetzt einfach mal gelb. Hier sind die äußeren Steine gelb. Jetzt suche ich mir in der mittleren Ebene den gelben Mittelstein. Blau, orange, gelb. Dann halte ich den Würfel so, dass hier gelb ist und hier oben die gelbe Fläche ist. Nun drehe ich zwei Ebenen immer abwechselnd. So, so, dann nach oben und den zurück. Also nach unten, nach links, nach oben, nach rechts. Dies wiederhole ich so lange, bis der komplette Würfel gelöst ist. Den Schritt wiederhole ich. Man holt sich's runter, dreht's nach links, holt's nach oben und dreht's nach rechts. Runter, links, oben, rechts. Dadurch entsteht dieser Pattern, wie man so schön sagt. Den kann man auch beheben, indem man den grünen und hier den grünen hat. Also hier ist die grüne Fläche und hier hat man grün. Runter, links, hoch, rechts. Runter, links, hoch, rechts. Runter, links, hoch, rechts. Und mit dieser sehr einfachen Methode kann man den Jinx Pyraminx lösen. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach hier oder auf meine Facebook-Fanseite einen netten Kommentar.